So, Leute, ihr seht, ich habe immer noch das gleiche T-Shirt an. Ich kann mich gar nicht lösen von dem Ding. Also, eine Aufnahme mache ich noch in der Session. Und wir machen die Tür auf. Wir haben ja festgestellt, dass unser... Also, wir sind auf jeden Fall Vater einer Tochter und wir waren nicht der beste Vater. Hier kommen wir rein. Ich würde die Tür gerne wieder zumachen, aber ich lasse sie mal offen. Okay, was ist hier los? Was? Irgendjemand hat hier Dame gespielt. Das Licht lasse ich schön an, das glaubt man. Okay, irgendein Herz schlägt. Das ist echt nur so ein ja, interaktiver Film quasi. Da ist nichts drin. Und da auch nicht. Jedes Mal, wenn man sich umguckt, denkt man wieder, der Raum hätte sich verändert oder was auch immer. Das ist richtig geil gemacht. Gut, aber mehr gibt es hier nicht. Außer, da liegt noch einer. An dem Damenspiel kann man auch nichts machen. Gut, dann gehen wir durch. Irgendjemand weint. Auf jeden Fall in unserem Kopf. Die schließt sich wieder von alleine. Na, ich freue mich. Ist ja die Frage. Wir gehen erstmal hier lang. Foto. Near the blueberry bush by the emerald weak. Reek? Weak? Tja, am Sma ja, am Bach jedenfalls. Okay. Irgendjemand hat hier echt alles beschmiert. Und das sieht halt nach Kinderzeichnungen aus. Bevor wir jetzt durch die Tür gehen, gucken wir noch mal eben hier hinten lang. Oh! Ey! Mann. So ein verdammt billiger Schreckeffekt, ey. Ich fall voll drauf rein. Zip, die Augenbrauen richten. Oh, und die Haare müssen auch aus dem Gesicht. Mann, ey. Puh. Okay, weiter geht's. Ob das wohl unsere Frau übrigens war? Also wenn die so aussieht, hätte ich sie aber nicht geheiratet. Naja, weißt schon, wie ich meine. Doof natürlich, dass uns jetzt die andere Tür ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, aber... Naja, irgendjemand flüstert hier. Ja, die reden hinter unserem Rücken, das stimmt. Reden die Bilder die ganze Zeit? Wenn wir nicht hingucken, ändern die sich oder wie sehe ich das? Und sobald wir unseren Blick drauf richten, wollte ich sagen. Okay.
für Licht. Nichts drin. Achso, das ist nur die Tür. Boah. Okay. Das ist der gleiche Raum. Das ist genau der gleiche Raum. Inklusive dem Schrank und dem Tisch und allem. Warum geht's hier? Warum? Was? Hä? Okay, whatever. Was? Oh, kleine fiese Puppe. Warum fliegt denn hier immer alles auf einmal? Haben die Stifte vielleicht irgendwie von alleine gemalt hier? Nochmal der gleiche Raum. Aber dieses Mal aufgeräumt. Und ohne beschmiert zu sein. Wenn einem das irgendwas sagen sollte, dann weiß ich nicht was. Aber warte mal, hier können wir auch die Schubladen aufmachen, im Gegensatz zu den anderen Räumen. Aber da ist auch nichts Interessantes drin. Okay. Und da ist abgeschlossen. Oh! Kleine fiese Puppe! Noch mehr Puppen. Marker. Endlich habe ich mal wieder mein... Ja, lach du nur. Ich scheiß mir in die Hose. Sowas macht man mit seinem Papa nicht. Ah, kleine fiese Puppe. Ich hasse kleine fiese Puppen. Noch viel schlimmer finde ich kleine fiese Kindergesichter. Also nicht, dass ich was gegen Kinder hätte, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Mann. Wieder Puppe. Noch eine Puppe. Mach doch keine Puppen. Wobei mir bei Puppen einfällt, da gab es mal einen Film, der hieß Joey. Wenn ihr mal was über fiese Puppen sehen wollt, dann guckt euch den mal an und ihr schlaft nie wieder. Was beim Zocken praktisch sein kann. Aber irgendwie halte ich mich hier gerade nur mit... Boah, echt ey, das ist... Puh. Was ist das denn hier? Kleines Glaskugelpuppenhaus. Das ist auch so fies, dass wenn man sich so denkt, ah, ich gehe da mal hin und da wird jetzt gleich bestimmt das und das passieren, dann passiert gar nichts. So, dass so eine Puppe einen auf einmal anstarrt oder so. Nee, nee, das passiert nicht. Das wäre zu langweilig. Da sind wir reingekommen. Da war eine Tür. Da war eben kein Bild. Boah, ey, das haut mir so einen Schauer über den Rücken. Okay.
Okay. Mist, die Tür ist weg. Was ist das fies, ey? Ich hasse Puppen. Wie können Mädchen nur mit Puppen spielen? Mädchen sind definitiv viel härter als Jungs, wenn die mit Puppen spielen. Alter Schwede. Okay. Da geht's offensichtlich nicht. Da auch nicht. Da war doch eben noch das. Willst du mich verarschen? Hier geblieben. Warum gehen die Wände hinter mir einfach? Warum entstehen da Wände? Warum ist da jetzt eine Wand? Oh Gott. Das kann man wahrscheinlich ewig treiben, das Spielchen. Und entsprechend werden wir ihm jetzt nicht folgen. Aber wir brauchen da bloß hingucken und das ist schon vorbei. Wir gehen direkt geradeaus weiter. Ich hätte mich hier sowas von verlaufen. Ach fuck, jetzt sind wir wieder am Anfang. Mach doch keinen Scheiß. Ach du dickes Ei. Das wird ein fieses Labyrinth. Müssen wir nur geradeaus? Was ist denn das? Wieder so ein Hirschkopf mit Puppe. Ah, super. Oh. Echt jetzt? Was ist denn da los? Spielohren sind auch ganz fies. Was ist das denn? What the fuck? Na, das ist ja ein ganz hübsches Gebilde. Was ist das? Und was ist das? Und überhaupt, was? Ich werde heute Nacht nicht schlafen. Werde ich nicht tun. Nein, mache ich nicht. Im Moment sind es echt keine Schreckeffekte mehr, sondern so ein, ja, so ein permanenter Schauer, der mir über den Rücken läuft. Ist das krass, ey. Durch den Raum sind wir doch reingekommen ganz am Anfang. Und jetzt ist die Tür auch wieder da. Schnell durch. Oh. Ja. Gibt's aber nichts. Okay, dann müssen wir zurück. Ich weiß nicht mehr, ob wir hier schon waren. Keine Ahnung, Leute. Ich hoffe, das ist nur Wischwasser. Parfümflakon. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But
We both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Okay. Wie auch immer. Können wir die Tür öffnen? Ich mach die wieder zu. Hab ich keine Lust zu. Mm-mm. Gucken wir nicht rein. Na gut, doch. Was? Ist das unsere Tochter, die am Malen ist? Ein dunkler Mann. Und weg ist sie. Immer noch ein dunkler. Immer noch ein dunkler Mann. Okay, eine Lampe gibt's hier nicht. Lassen wir das mal gut sein. Wie diese zwei Gesichter. Ich gehe weiter. Oder? Ah, ist eh abgeschlossen. Ein Glück. Okay, so, und so bescheuert sich das anhört, der Raum hier gefällt mir. Keine Puppen. Keine Puppen, keine Kinder. Ah, hier finde ich es schön. Ja, das war das Let's Play. Wir bleiben jetzt hier, weil ich mich hier sicher fühle. Also freue ich mich, euch in irgendeinem anderen Let's Play wiederzusehen. Und ich gehe jetzt mich... Nein, komm, wir machen weiter. Ist doch Blödsinn. Ich will doch wissen, was der ganze... Ups, der ganze Kram denn hier überhaupt auf sich hat. Oder was es mit dem ganzen Kram hier überhaupt auf sich hat. Abgeschlossen. Na super, eine Spieluhr oder irgendwas am Hören. Spieluhren sind auch fies. Spieluhren, Puppen, Kinder, Dunkelheit, ist alles fies. Und unsere Frau ist übrigens auch fies, rein optisch. Tja. Die Frage ist ja, gehen wir durch die weiße Tür? Moment. Okay, wir gehen durch die weiße Tür. Oh, und hier ist eigentlich auch schön, auch wenn da eine Puppe sitzt. Oh, das ist mal echt hell. Ich mach die Tür zu. Ich würde wetten, dass es hier gleich nicht mehr so hell ist. Und vor allem auch nicht mehr so schön. Und eigentlich sind mir das auch viel zu viele Puppen. Ne, hier ist doch nicht schön, aber das ist offensichtlich das Kinderzimmer. Da waren wir auch ganz zu Anfang schon mal. Okay, damit können wir irgendwas aufziehen. Damit meine ich nicht die Schubladen, die wir ja so aufziehen können. Ha. Ah. Okay. Ich denke mal, das wird die Spieluhr hier in der Mitte sein. Doch, genau, die können wir aufziehen. Ich will aber nochmal eben hier in die Schubladen gucken. Die hatten wir schon, ne? Ich glaube schon, aber ich gucke trotzdem nochmal eben. Okay. Ja, dann ziehen wir die Spieluhr mal auf und lassen uns wieder schocken. Und wir drehen uns mal fröhlich mit. Oh, voll friedlich. Hey, Jack in the Box. Und die ganzen Spielzeuge gehen hier ab. Und irgendjemand hämmert an die Tür. Ah ne, Fenster hämmert. Okay.
warte mal. Einmal verbrannt, Mama. Tochter traurig. Aschelbaby. Die Nacht ist kahl. Sterne löschen. Es ist dunkel auf einmal. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Nun ist sie nirgends. Nicht finden kannst sie du. Alter. Jetzt ist es hier wieder schön. Okay, ich weiß, ich sag oft okay. Entschuldigung. Aber... Okay. Da geht nichts. Ich denke mal, das war's hier in dem Zimmer. Also eben das Bild mit dem Rollstuhl, wo die drei Personen drauf waren. Ich glaube, das war einmal, sind wir das im Rollstuhl gewesen. Unsere Frau, die verbrannt ist und unser Kind, das geweint hat nebenher. Oder vielleicht haben wir auch geweint. Nee, das war ein Mädchen, das geweint hat. Okay, wir kommen jedenfalls nicht raus. Das Ding kann ich aber auch nicht mehr bewegen. Andererseits ist das das Einzige, was ich hier überhaupt tun kann. Außer nochmal in die... Ah, jetzt können wir uns das Bild angucken. Ein schwarzer Mann. Gucke ich die anderen Schubladen auch nochmal eben durch. Und dann geht vielleicht auch die Tür wieder auf. Nein. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Eine sehr gute Frage. Das erinnert mich an ein gewisses Grammophon. Ja, wie gesagt, da können wir nichts mehr machen. Ist aber auch egal. Denn wir sind ja schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und ich werde hier mal einen Weg raussuchen. Und sobald ich den gefunden... Okay. Das wird wohl der Weg nach draußen sein. Aber das werden wir erst morgen erfahren. Denn wir sind schon wieder am Ende der Folge. Und ich freue mich auf morgen. Und dann wird wieder ein Schlüpper beschmutzt. Bis denn. Und ciao, ciao. Wie immer. Ciao.